Willkommen zurück zu Super Mario World. Wir haben noch drei Level vor uns in dieser Spezialwelt. Schauen wir uns, was uns hinter Mondo erwartet. Eine Art Wasserlevel. Okay. Ein neuer Versuch. Okay, Wasser steigt. Ist schon kompliziert zu spielen. Okay. Wasser ist unten. Gut. Das Spiel ist natürlich um einiges leichter mit einem großen Mario und zwei Federn und einem Yoshi. Aber hier ist eine gute Plattform. Geben wir nochmal Gas. Der ist schon aufs Ziel. Das letzte Bonusspiel wahrscheinlich. Okay, Outra Geos. Ein Waldlevel. Okay, jetzt muss ich den Yoshi holen. Schaffen das eher. Nein. Okay.
Jetzt Gas geben. Die Raupe auf Seite schaffen. Das war suboptimal. Okay. Nein. Jetzt sind wir Freiwild. Diese Flamme ist auch sehr nervig. Okay, jetzt müssen wir mal abwarten. Wie kommen wir da jetzt rüber? Ja. Jeden Schritt planen. Okay. Komme ich auch nicht so einfach hoch. Okay. Okay, da bewegt sich was, ein Fisch. Können wir so platt machen. Da kommt eine Flamme auf uns zu. Nein. Ein One-Up, können wir nichts mit anfangen. Wir werden auch nicht verschont. Hammer, Bruder. Von einem herabfallenden Hammer getroffen. Okay. Muss jetzt versuchen, nicht zu tief zu fliegen. Das war nämlich eben der Fehler. Okay. Bin jetzt extrem vorsichtig. Bloß keinen Fehler machen. Okay.
Okay, vielleicht könnte ich hier losfliegen. Das Ende naht. Extremst schwierige Level. Okay, das allerletzte Level in Super Mario World. Gehen wir es an. Funky. Okay. Hat uns erwischt. Der Start ist schon mal vielversprechend. Die Folge ist ein reinster Fail-Marathon. Komm ich da dran? Nicht dran. Nein. Okay. Ach hier. Eine gute Leistung von uns, würde ich sagen. Durfte den Y-Knopf nicht drücken. Auf ein neues.
Weg mit dir. Okay, komm her. Oh nee. Das hat uns doch gefehlt. Oh, das ist eine schöne Frequenz. Nintendo verlangt uns einiges ab. Aber wir haben es geschafft. You are a super player. Das Spiel hat ein Einsehen mit uns. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben jedes Level in Super Mario World durchgespielt. Als Belohnung kriegen wir ein Herbst-Team. Ich zeige euch mal den Unterschied. Haben wir hier einige Koopa, zufälligerweise. Hier vorne zum Beispiel ist ein Unterschied. Gehen wir in die zweite Welt. Ich zeige euch mal ein bisschen rum. Aus der Schokoladenwelt wird ja, so eine grüne Welt. Der Wald, der ist hier, der hat auch eine andere Farbe. Das war's tatsächlich. Vielen Dank für die Reise, die ihr mitgemacht habt. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, mein altes Lieblingsspiel zu spielen. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dahin, ciao.